Alter, der hat aber auch einen Auftrieb, der sieht, der ist ja echt krass. Wenn man da geradeaus schwimmt, echt, der schwimmt nicht geradeaus, der schwimmt zu 50% auch nach oben. Oh fuck. Die Hauptroute über das Wasser wird von zwei Patrouillenbooten bewacht. Wenn sie dich bemerken, tauch unter, damit sie dich nicht mehr beachten, glaube ich. Schwimm nicht an der Wasseroberfläche, sonst wird man dich bemerken. Okay, ich schwimme direkt mal hier kurz drunter. Schwimm zu dem Tanker und geh an Bord. In Skyrim würde ich ja jetzt Quicksave machen. Oha. Krass, die könnten mich jetzt beide sofort sehen und beschießen, ey. Und ich wäre sofort tot. Oh mein Gott. Die da gucken aber auch echt alle mit Absicht weg. Idioten. Unfähiges Pack. Okay, unter Wasser schwimmen. Schön unter Wasser bleiben. Alter, Mann. Hat der einen Auftrieb, ey. Mann. Oh, das eine Boot schwimmt weg. Das heißt, ich könnte hier auftauchen, aber nein, CJ nicht auftauchen. Oh Gott. Die sehen mich nicht. Die sehen mich auch nicht. Oh mein Gott, das war spannend. Oh. So, ganz vorsichtig da lang schwimmen. Aber nicht an der Oberfläche. Mann, ey, jetzt bleibst du wohl unten, meine Fresse. Mein Gott, ey. So, jetzt schwimme ich so. Bringt nicht so viel, glaube ich. Boah. Shit, did you see that? Nein, da ist ja gar nichts. There, a man in the water. He's gone under. Scheiße, da haben sie mich schon gesehen. Und warum? Weil ich nur einen scheiß Auftrieb habe, ey. Genau, ich muss unbedingt tot sein. Oh Gott, ich verliere Leben. Vielleicht ich tauch lieber nochmal ab, bis sie weg sind. Oh mein Gott, war das knapp, ey. See that over there? I see him. Gar nichts seht ihr, Bauern. Oh Mann, in Skyrim würde ich jetzt einfach Quicksave machen und dann versuchen, einfach mal loszustürmen und fertig. Da geht ja hier nicht, verdammt nochmal. Da ich glaube, die Wachmänner auf dem Boot sind nicht so achtsam, oder? Ja klar, ich kann unter Wasser. Nein, ha, kacke. Oh oh. He's dived again. Wehe, du wärst jetzt aufgetaucht, ey. Ja, ihr müsst mich erledigt haben. Hey, die sollen sich jetzt mal verpissen, ey. Die gehen mir auf die Eier. Ich schwimme jetzt rüber, so. Keine Lust mehr. Ja, oh, jetzt schwimmen die auch noch in meine Richtung, ey. Arschlöcher. Nee, die Mission schaffe ich nicht. Also, nee, ha, unmöglich. Oh, jetzt sollte ich auftauchen. Was, wenn ich mich gar nicht bewege? Wahrscheinlich sehen die mich dann gar nicht. Die sehen mich wahrscheinlich nur, wenn ich mich bewege. Vermute ich mal. Weil ich meine, die gucken mir ja jetzt voll in die Fresse. Hier mit ihren hässlichen Wichsfratzen. Oh je, also gut, untertauchen und schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich liebe schwimmen, denn wenn ich schwimme, dann ist die Welt okay oder in Ordnung, singt die, glaube ich, und ganz vorsichtig. Ja, ich glaube, die sehen mich echt nur, wenn ich mich über Wasser bewege. Habe ich da gerade einen Hai gesehen oder sowas?
Stell mal vor, in GTA gäbe es irgendwann mal Haie, ey. Da müsstest du doch hier schon total Schiss haben, ey. Da würde ich hier nicht einfach so da mal eben hinschwimmen. Oh, aber gut, das wusste ich ja zum Beispiel nicht, dass die mich gar nicht sehen, wenn ich ganz still im Wasser schwimme. Toll! All die Jahre alles immer falsch gemacht. Oh, außer die Suchscheinwerferkegel da, die würden mich, glaube ich, finden. Da muss ich gucken, dass ich zwischen den beiden schwimme. So, nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden, wenn ich da vor so zwei Booten stehen würde mit schwer bewaffneten Typen da drin. Das wäre schon krass. So, ah ja, wir können ja wieder tauchen. Ich Dummbatz. Oh fuck, weg du Suchscheinpegel. Oder Suchschein. Ich weiß nicht, bis wohin der Suchkegel geht, aber ich gehe zur Sicherheit mal runter. Ah, ich glaube, hier sieht er mich nicht. Okay. Boah. Oh, ich kriege immer Schiss, wenn sich der Kegel auf mich zubewegt. Alter Falter. Dieser krass, die Mission. So heißt er sich. So, ganz darüber. Und dann lasse ich mein. Oh Gott. Dann lasse ich mein. Jetzt lasse ich mein Ding ganz auffüllen. Meine Lunge. Oh ja, genau, noch springen. Gute Idee, CJ. So, wenn sich das Lungenvolumen wieder. Oder wenn sich die Lunge wieder mit Luft gefüllt hat, tauche ich unter dem Boot durch. So, jetzt zum Beispiel. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ganz, ganz schnell rüber. Ja, aber das Lungenvolumen reicht mir. Ich glaube, letztes Mal oder sonst hat mir die Luft nicht gereicht, um unten durchzuschwimmen. Aber sonst übe ich auch nicht so lang vor der Mission. Nee, 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 CJ. Du bleibst schön unter Wasser, bis du deine Lunge komplett aufgebraucht hast. Jetzt zum Beispiel. Aber jetzt darfst du hoch. Und zwar schnell. Gut. So, jetzt müssen wir nur an Bord von dem Kackschiff. So, schleich dich hinter einen. Hinter. In den hinteren Teil des Tankers und platziere die Wanze, bla bla bla. Gut. Guck, jetzt zeige ich euch mal was Feines. Zack. Ach, Moment mal, das konnte man doch schon mal in einer Mission machen. Und zwar war das eine Mission von OG Loke, wo man dann das Buch von Mad Dog klauen musste. Man könnte sich jetzt sogar hinter den schleichen, das wird er nicht bemerken. Und könnte den dann messern. Aber nein. In Sandern. Zum Glück haben die keine Schusswaffen. In San Andreas ist das Messern übrigens wie in Battlefield. Also wenn du von vorne messerst, ist es nicht One-Hit. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Da fuck mal! Schieß doch, Mann! Fick die Scheiße! Zack, Arschloch. Ja, wenn du von vorne messerst, geht's halt nicht. Und wenn du von hinten messerst, dann ist es One-Shot. One-Hit. Besser gesagt. Und dann schneidet er dem Eimer in einer geschmeidigen Handbewegung die Kehle durch und dann ist. Gut. Du hast die Wanze platziert, verlass den Tanker und begib dich wieder zu den Docks. Ja. Jetzt sind. Na doch, muss ich in Acht nehmen vor den Wachbooten. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob man die einfach ausschalten auf dem Raketenwerfer, den ich übrigens auch nicht mehr habe. Ich hatte doch noch 4. What the fuck? Ich hatte doch noch voll viel. Ich hatte doch noch.
über 70 Schuss oder so. Also schön tauchen, CJ. Oh, da sind ja die Suchkegel wieder und die Leute auch, die Wachmänner in ihren Booten, die Arschlöcher. Aber wie gesagt, ich glaube, die sehen mich sowieso nicht, wenn Dingsterbumster, wenn ich mich über Wasser nicht bewege. Also wenn ich nur über Wasser gehe zum Luft holen, dann geht's ja eigentlich. Wie jetzt zum Beispiel. Boah, direkt so vor dem Boot, die sehen mich nicht. Oh Mann, Nervenkitzel. Direkt mein Fenster aufmachen hier. Und trinken, wenn man schon mal so viel Zeit hat. So, jetzt schwimmen wir noch zurück zu den Docks. Dann speichere ich kurz und dann werde ich wahrscheinlich auch einen Cut machen, weil ich jetzt keine Zeit und auch irgendwie, ja, ich muss zugeben, keine große Lust mehr habe, irgendwie zu spielen. Ich will jetzt ins Bett, ich muss ja morgen wieder arbeiten. Nee, komm, du schaffst doch wohl noch ein paar Meter mehr, CJ. Also noch genug Luft in der Lunge. Noch ein bisschen Luft hat er. Jetzt darfst du Luft holen. Du darfst Luft holen. Mein Gott. Boah, direkt vor dem. Oh Mann. Ich glaube, der ist blind. Der ist wie Woozy. Und wieder Volumen aufladen lassen. Was ein Geschiss die ganze Zeit. Das geht mir echt auf den Sack. Das geht mir auf den Sack. Ach. So, jetzt tauche ich noch bis zu der Insel da und dann renne ich kurz über die Insel. Das geht, glaube ich, schneller als da schwimmen bzw. tauchen. Wie viel Lungenvolumen habe ich jetzt eigentlich? Ja, schon fast die Hälfte. Ist so ganz ordentlich. Sauber. Boah. Zum Glück sehen die mich nicht, ey. Ich wäre sofort tot, ey. Wenn die mich sehen und auf mich schießen, ey, ich bin sofort im Arsch, Mann. Alter, krass. Danke, Rockstar Games, dass ihr das so programmiert habt. Früher dachte ich immer, die sehen einen immer an der Oberfläche. Hey, Moment mal. Lungenvolumen ist ja wieder voll. Also tauchen. Komm, CJ, zeig mal Disziplin und tauch mal ein bisschen schneller, ey. Alter. Los. Schneller. Ich will die Mission jetzt nämlich endlich abschließen. Es ist mich echt langweilig, hier zu tauchen. Und für euch ganz bestimmt auch. Vor allem für euch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt riskieren soll, da noch hinzuschwimmen. Wegen den paar Metern die ganze Mission zu riskieren, wegen den 2 Minuten. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. So, ich denke, das reicht mir jetzt bis da drüben. Hoffe ich, und wenn nicht, dann tanke ich halt nochmal ein bisschen. Ein kleines bisschen was. Nein, reicht mir natürlich nicht. Alter, geh weg! So, komm, das muss mir jetzt aber mal reichen bis da hinten, ey, echt. Echt mal. Und reicht es, reicht es? Es reicht. Oh, geil. Mission abgeschlossen. Blöd wäre es nur, wenn das Spiel jetzt abkackt, was natürlich unter Umständen sehr gut passieren kann, weil gerade San Andreas mir schon relativ häufig abgeschissen ist. Anfangs habe ich das Projekt da sogar abbrechen wollen, wegen zu oft abkacken, und da hatte ich echt keine Lust mehr drauf. Habe es aber dann Gott sei Dank doch weitergeführt, weil es eigentlich so gesehen eins meiner Lieblings-LPs ist, die ich gerade mache. Weil es einfach Spaß macht, das immer zu zocken. Oh oh, verpiss dich! So.
Ah, da haben wir es ja fast geschafft. Ich bin übrigens auch müde. Ich musste mich jetzt schon gehen. Ach ja. Ich muss und will auch ehrlich gesagt ins Bett. Ich freue mich eigentlich gerade schon voll aufs Bett. Weil ich weiß, dass ich morgen wieder aufstehen muss. Ey, ja, keine Lust. Bläh. Aber naja, ist halt so. Habe ich denn noch einen Platz in meiner Garage frei? Was? Da kann ich 4 Fahrzeuge abstellen? Das reicht doch niemals. Übrigens hier gerade ein kleiner Bug. Ist der immer noch da? Nein. Hier hat man gerade das Taxi gesehen. So hier durch die Scheibe. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich kann da zurückspulen. Und wenn nicht, ist mir auch egal. So, wir haben keine Zwischenspeicherung gemacht, aber egal. Also dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. War nett, mal wieder aufzunehmen. Und bis im nächsten Part. Ciao.